Hallo und herzlich willkommen an dich. Willkommen bei Ein Kurs in Wundern, Berlin Sessions mit der Tageslektion von Ein Kurs in Wundern. Und Ein Kurs in Wundern ist im Greuther Verlag erschienen. Das Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich, als auch online. Wir sind in einer Idee deiner Hingabe. Wir sind in einer Idee, dass es keinen besonderen Augenblick oder Setting braucht, denn was du brauchst, ist Nacktheit. Was du deinem Schöpfer bringen kannst, was du in die Kommunikation bringen kannst, ist gerade die Unbeschütztheit und die Wehrlosigkeit. Ein Augenblick, in dem nichts deine Funktion der Kommunikation für dich übernimmt, sondern es nur an dir liegt, mit deinem Schöpfer und durch deinen Bruder in Kommunikation zu treten. Und ich möchte hinzufügen, dass die Idee deines Freiseins alle deine geistes- und emotionalen und spirituellen und physischen Zustände mit einschließt. Das heißt, egal wo du dich befindest, ob es dir gut geht oder schlecht, ob du sauer bist oder gut gelaunt, ob du physisch, ob dein Körper, den du nennst, heil ist, gesund oder scheinbar krank ist, du bist frei, denn du bist nie der Körper. Egal, ob du dich damit identifizierst oder nicht. Und das, worum es in Ein Kurs in Wundern geht, die Zielsetzung des Kurses in Wundern, die Zielsetzung eines göttlichen Lehrplans, eines göttlichen Lehrplans für den schlafenden Gottessohn dich, beinhaltet und zielt auf den Frieden ab. Den Frieden in deinem Geist, der da ist, als der du erschaffen wurdest. Und nichts, was du hier in Raum und Zeit tust, ist wirklich. Denn Raum und Zeit sind eine vollkommene Illusion. Nichts daran ist wahr. Was wahr ist, ist unser Zusammenkommen. Ich bin immer zu dicht am Mikro dran, entschuldige. Was wahr ist, ist unser Hierherkommen, unser Erkennen der sofortigen Kommunikation. Denn sofortige Kommunikation ist das, was dir angeboten ist, weil nichts anderes dich befriedigen kann. Dich kann nicht eine Kommunikation befriedigen, die später vollkommen ist. Denn du wärst dann jetzt in einem Augenblick, der auch irgendwie real ist, in dem keine vollkommene Kommunikation notwendig oder möglich ist. Aber alles, was du willst und alles, was dir gegeben ist und alles, was akzeptiert werden kann, ist, dass die Kommunikation sofortig, umgehend, jetzt ist. Sie macht keine Pause. Sie ist dringend. Sie kann nicht verschoben werden. Wenn sie verschoben wird, ist sie gar nicht. Du wirst es niemals in der Zukunft finden können, weil es immer nur jetzt ist. Und jetzt hat es eine sofortige Ausdehnung auf ein in einem Lichtparameter, den du als dich selbst erkennst, in dem deine eigene Aufhebung Platz findet. Die Erlösung hat mit nichts zu tun, außer mit diesem Augenblick, außer mit deiner Entscheidung oder deiner Akzeptanz, dass du hier bist. Und hier ist das, was dich in einen potenziellen Zustand versetzt, in dem du die Freude akzeptieren kannst, die dir gegeben ist. Wir sind hier nicht im Wiederholen einer alten Idee,
was wir hier tun, ist ein Hinweisen darauf, dass die Idee vollkommen neu ist. Wenn sie nicht neu ist, ist sie gar nichts. Dann war sie noch nie neu, dann wird sie nie neu sein. Aber da alles Ideen sind und du eine Idee bist, wird eine Idee auch nicht alt, denn sie verlassen ihren Geist nicht. Du bist daher vollkommen neu, genauso wie jede andere Idee, die du aus deinem Wollen heraus, aus deinem Draufbestehen des Festhaltens heraus loslässt und sie auf in den richtigen Ort fallen lässt, streben lässt, wo sie wirklich sein möchte. Denn derart ist die Natur deiner Gedanken, sie möchte an den richtigen Ort zurück, der in hier und jetzt alle Dinge ordnet. Im Hier und Jetzt wird durch den Heiligen Geist dein Geist geordnet und er wird geordnet. Ob du jetzt glaubst, gut am Ball zu sein mit einem Kurs im Wundern oder deinem spirituellen Programm oder meinst, vom Pferd gefallen zu sein, vom Weg abgekommen zu sein, die Korrektur findet eh statt. Du hast nicht wirklich noch was zu melden dazu. Denn von außen betrachtet ist es absolut klar, dass du nur auf die Wahrheit zugehen kannst. Du kannst keinen Augenblick verschwenden. Er kann unmöglich verschwendet werden. Du kannst verzögern, dennoch wird während der Verzögerung alles für dein Nachhausegehen genutzt, weil alles das, was gekommen ist, um zu verurteilen und zu verbannen, in einen Segen verwandelt wird. Ja. Keine permanente Hingabe ist hier möglich, denn Zeit an sich, Hingabe an sich, ist eine zeitliche Idee und daher muss sie zu Ende kommen. Wir verpflichten uns nicht für ewig, was auch immer wir gedacht haben, was wir suchen, als wir hierher kamen. Egal welche Idee es war, sie ist zeitlich und damit ist sie bereits vergangen. Und wir finden uns in einer Idee wieder, an einer Idee der sofertigen Kommunikation. Die Kommunikation in der Welt ist wirklich fertig. Überhaupt irgendwas zustande bekommen, dass wenn das Joining passiert, wenn ein Augenblick von Kommunikation durch das Erkennen eines Bruders von einem selbst oder mein Erkennen eines Bruders stattfindet, ist das ein Erkennen, das nicht von der Welt getan wurde, sondern was von außerhalb, im Rahmen von Zeit und Raum, orchestriert wurde. Und in einer sofortigen Kommunikation, das Gegenteil einer so fertigen Kommunikation wäre, haben wir eine Idee von Jesus gegeben. Und die Idee ist, was bin ich? Ich bin Gottes Sohn, vollständig und geheilt und ganz leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe. In mir wird seine Schöpfung geheiligt und ihr ewiges Leben garantiert. In mir ist die Liebe vollkommen, die Angst unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Ich bin das heilige Zuhause von Gott selbst. Ich bin der Himmel, in dem seine Liebe wohnt. Ich bin seine heilige Sündenlosigkeit selbst, denn in meiner Reinheit wohnt seine eigene. Und die Lektion für heute ist: Aller Friede und alle Freude und alle Wunder, die ich geben werde, haben kein Ende, wenn ich Gottes Wort annehme. Warum nicht heute? Weshalb sollte ich, mein Vater, auf die Freude warten, die du mir versprochen hast? Denn du wirst dein Wort halten, das du deinem Sohn im Exil gabst. Ich bin sicher, dass mein Schatz auf mich wartet und dass ich nur die Hand auszustrecken brauche, um ihn zu finden. Sogar jetzt berühren meine Finger ihn. Er ist ganz nahe. Ich brauche keinen Augenblick länger zu warten, um ewig in Frieden zu sein. Du bist es, den ich wähle, und meine Identität mit dir zugleich. Dein Sohn möchte er selbst sein und dich als seinen Vater und Schöpfer erkennen und als seine Liebe. Und als solches brauchst du dich nicht vorzubereiten für was auch immer das ist,
was du bist, in deiner eigenen Erfahrung, ohne zu definieren, was es ist. Denn die Vorbereitung ist, dich nicht zu definieren. Die Vorbereitung ist, dich nicht vorzubereiten. Denn du bist das, was du bist. Du bist der Sohn Gottes, was auch immer das ist, denn es ist nicht das, was du meinst, was es ist. Also es erfordert ein Eingeständnis in deinem Nichtstun, in deinem Nichtvorbereiten, dass du dich geirrt hast darüber, wer du zu sein glaubst, dass du dich nicht selbst erschaffen hast, dass dein Konflikt, deine Konfliktgespräche, die du mit dir selber führst, nicht von der Wahrheit berichten und tatsächlich überhaupt keinen Inhalt haben, keinen Wahrheitsgehalt. Weder im Inhalt des Gedankens noch in der Struktur. Denn das Kuriose ist, dass die Formulierung der menschlichen Identität, des Selbstbildnisses, was ich von mir gemacht habe, nur scheinbar eine Sequenzialität hat, weil der Mechanismus immer der gleiche ist, der Mechanismus von Trennung, und weil ich ihn immer und immer und immer wiederhole, scheint er eine Art Ausdehnung zu haben, die in eine Richtung geht. Aber diese Richtung führt nirgendwo hin. Ich gehe in Wirklichkeit nirgendwo hin. Ich wiederhole nur eine Idee, die nicht wahr ist. Und in dieser Wiederholung glaube ich tatsächlich, Zeit zu machen. Glaube ich tatsächlich, in Zeit zu leben. Der Fakt, dass es ein einziger Irrtum ist, eine einzige Irrtumsidee, immer und immer wiederholt, wird dabei vollkommen übersehen. Und ich glaube, durch Zeit und Raum zu wandern, verschiedene Orte zu besuchen, verschiedene Dinge zu machen, in einem Körper zu leben, der alt wird, mit anderen Körpern zusammenzuleben, die auch alt werden, und neue Körper gebären, die dann auch alt werden, um zu sterben. All das ist auf einer einzigen Idee von Groll basierend, ein Groll gegen meine Wahrheit, gegen meine Identität, gegen Gott. Und diese Aufhebung findet hier in diesem Augenblick statt. Denn du bist das, was du bist. Du bist der Gesang Gottes an deinen eigenen Schöpfer. Du bist dein Lobpreis an deine Quelle. Du bist die Akzeptanz des Dankes und die freudige, unbändige Ausdehnung dieses Dankes und dieser Freude. Denn du bist. Danke für mein Leben, Vater. Danke für das, was ich bin. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Danke, dass du mich hier rausholst. Und danke, dass die Dunkelheit nicht wirklich Dunkelheit ist, sondern nur ein verschwommener Blick auf das, was wirklich mein ist, weil sich meine Augen langsam öffnen. Und das ist da, wo deine Sanftmut mir gewahr wird. Denn es ist ein sanftes Erwachen. Der Frieden kommt leise in deinen Geist. Und er ist da, als das, was du bist. Ich danke für das, was wir hier zusammen als diesen Augenblick erleben. Und wenn du anrufen möchtest, bei der Berlin Sessions Hotline Hilfe brauchst, die Tageslektion vorlesen möchtest, dich einfach mit irgendwem verbinden möchtest, der auch den Kurs in Wundern als seinen Weg aus Raumzeit gefunden hat und die Erinnerung daran, wer er wirklich ist, dann kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit unter folgender Nummer anrufen. Das ist die 030 für Berlin 120 74539. Und solltest du in Berlin sein, wohnen, am Sonntag, den 22. Dezember, findet in der Revaler Straße 99 im Verwaltungsgebäude, das ist das zweite größere Gebäude, im dritten Stock, im Raum 234, deine Geburtstagsparty statt, die Geburt des Christus. Und du bist herzlich dazu eingeladen. Bring Tee mit oder was zu knabbern.
zieh vielleicht einen extra Pullover an, der Raum ist ein bisschen kühl und verbinde dich einfach im Licht, in dem wir uns dort treffen. Ich danke dir für dich, ich danke dir für das sichere Ergebnis, für das sichere Ziel, das uns versprochen ist und das bereits unseres ist. Bis in einem Augenblick. Gott segne uns jeden Einzelnen, denn Gott geht mit dir, wohin auch immer du gehst. Und Gott ist der Geist, mit dem du denkst. Es gibt nichts zu fürchten. Du wirst von der Liebe Gottes erhalten. Bis gleich.